Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Runde FIFA Bingo. Und heute am Start ist der Prons. Jo, was geht ab, Leute, und die neuen Kategorien, um die es heute geht, seht ihr schon auf eurem Bildschirm. Ich denke, zwei davon müsste man vielleicht erklären. Die drei Deutschen, die müssen sich alle in einem Pack befinden, aber die drei Frauen, das müssen diese Spielertrainer sein, die müssen sich nicht in einem Pack befinden, sondern die muss man einfach im Laufe des Pack-Openings ziehen. Und ich denke, die restlichen Kategorien, die sollten eigentlich ziemlich klar sein. Genau. Okay, dann starten wir schon direkt. Wir haben beide 10 Minuten Zeit und würde ich sagen, los geht's. Wir können anfangen mit den ersten Packs. Komm. Das erste Pack, was haben wir hier? Jetzt muss ich mich wieder umgewöhnen hier an alles. Ja, oh mein Gott, ey. Jetzt will ich die ganze Zeit auf Triple Sets achten, aber... Ah, ich habe eine Trainerin. Eine Trainerin schon mal. Nice. Aktive Legende. Oh, die sind eigentlich relativ aktive oft dabei. Legende. Oh, Shea, das ist doch eine aktive Legende. Ja. MLS-Stadion, genau, immer nach hinten gucken. MLS-Trikot meinst du? Ah, Trikot, ah, jo. Ich kenne meine eigenen Kriterien nicht mehr. Oh Mann, man muss erst so zwei, drei Kriterien fertig haben, dann kann man sich auf die andere konzentrieren. Aber der Anfang ist einfach richtig verkackt. Company, 86er Rating und der ist niemals 50.000 wert. Warum? Ein Company bringt dann einfach gar nichts. 10k in oder so. Ja. Okay, komm. Kreative Legende, oh, Ex-Footy, da muss man auch drauf achten. Ja. Obwohl, da gibt es nicht so viele. Ronaldinho, Ex-Footy, kaum mehr sage ich es. Und MLS, alles jetzt über 75, nein. Okay, vielleicht noch ein MLS-Trikot hier hinten. Am lädt das Pack so lange, was geht, Alaba? Was habe ich denn jetzt schon? Aktive Legende habe ich und eine Frau. Die Frau muss ich achten. Endlich geht mein Pack mal auf. Alles Stats. Boah, ich weiß nicht. MLS-Trikot könnte auch schwer werden. Ah, ich habe zwei Frauen in einem Pack. Ich habe vorher gar nicht auf die Frauen geachtet. Und drei Deutsche in einem Pack, muss ich auch drauf achten. Ex-Footy, aktive Legende. Komm, du musst einer dabei sein. Nein. Ist Rolando nicht ein Ex-Footy? Wahrscheinlich. Ist eine aktive Legende, oder nicht, Rolando? Ja, ich hab drei Bälle in einem Pack. Oh, das sollten wir eine Kategorie machen. Ja. Alles jetzt über 75, das wird gar nicht so... Nein, Ter Stegen, hätte der noch ein bisschen Tempo mehr wahrscheinlich, ein Torwart mit 75 kein Tempo. Kein Keeper hat so viel Tempo. Okay, Joe Hart hat 60, nicht schlecht. MLS-Trikot gibt's ja auch noch. MLS-Trikot, genau. Eine Frau habe ich schon. Die Legende sonst auch nicht. Zwei Minuten sind schon rum. Oh, das sind richtig schwere Kategorien. Oh mein Gott. Das könnte echt schwer werden. Und jetzt gib mir einfach noch eine Frau, dann muss ich darauf nicht mehr achten. Ja, MLS-Trikot, ich ziehe, kommen Trikots wieder. Und drei Deutsche in einem Pack, da muss man auch irgendwie drauf achten. Ex-Foot, ja, der fällt, glaube ich, auf, oder? Aktive Legende, keine aktive Legende dabei, schade. Kann man jetzt nicht mal Cavani oder so ziehen, sonst will man den nicht haben, aber jetzt... Ah, Philadelphia-Trikot, da haben wir ein MLS-Trikot. Oh, nice. Komm. Noch irgendwas? Ne. Oh mein Gott, was sehe ich denn hier schon wieder? Boah, das wird echt schwer, alles jetzt über 75. Einfach Vidal ziehen, dann wäre das Ganze schon mal vorbei. Oder ein Tots. Am besten ein ZM oder so. Jura. Frau. Frauen. Oh mein Gott, wie viel. Ein deutschen Mopac, schade. Ocherino 93 Tempo mit der Glatze. Hey, die Kategorien fallen mir deutlich schwerer als bei mir. Die sind echt auf jeden Fall. Nicht einfach. Trikots habe ich echt keine dabei. Drei Deutsche, komm. Drei Deutsche wird doch nicht so schwer sein. Oh, Altidor, Team of the Season, nice. Oh mein Gott, ey, komm, bitte, lass ihn über 50k sein. Locker. Bitte. Ja, Mann. Ja, 35 bis 135k zählt das auch. Ja, ja, ich habe zumindest meine drei Frauen jetzt fertig. Ja, der geht auf jeden Fall für um die 50k auf jeden Fall mindestens weg. Was gucke ich jetzt hier so lange? Altidor, meine Fresse. Aber das hakt sonst auch nichts anderes ab. Alles muss ernst machen, ey. Ich habe vier Silberne in einem Pack. Vier Silberne. Zieh Silberpacks weiter. Aktive Legende. Ex-Footy habe ich schon. Aktive Legende. Aber ey, Ronaldinho ist doch eine aktive Legende. Ja, ist er. Merke ich jetzt gerade mal erst. Dann habe ich... Oh, den Footy habe ich ja auch. Den MLS-Trotz habe ich ja auch. Was laber ich hier? Also vier Sachen habe ich jetzt schon. Ja, sieht sehr schlecht aus, wenn ich hier keinen Trotz mehr bekomme. Komm. Ja, noch eine zweite Frau, Schneider. Oh, kann ich jetzt auch mal einen Ronaldinho oder so kriegen? Direkt beides weg. Alles über 75. Okay, MLS-Trikot, komm.
Alle Stats über 75, das wird richtig schwer. Zwei Deutsche, ja, das ist, da hört es dann auch auf. Also das ist, glaube ich, echt zu schwer, alle Stats über 75, weil da bleibt dann echt nicht so viel übrig, so viele Spieler. Ja. Eine Frau noch, komm. Was habe ich denn hier wieder drin? Müller. Nein, keine Frau. Drei Deutsche. Aber ich ziehe keine Trikots, was soll ich da machen, Mann? Mann, aktive Legende. Egal, ich achte jetzt, ich habe schon wieder eine Frau. Ich achte jetzt einfach. Sind vorbei. Hauptsächlich auf aktive Legenden. Komm, Auri. Es gibt doch so viele. Eigentlich schon. Ey, komm, was ist das denn hier? Okay, ich kann mich eigentlich nicht so beschweren. Es sieht ganz gut aus mit vier Sachen. Komm, komm, komm. Ja. Oh mein Gott, wie viele Spieler sind hier drin? Oh mein Gott, ich hatte hier drei Belgier drin. Hätte ich mal lieber Belgien genommen. Und Evra. Okay, ein bisschen mehr. Passspiel. Oh mein Gott, diese. Alle Stats, das wird so schwer. Nein, was lädt der Shop denn jetzt so lange, Mann? Ja. Ja, der nächste Team of the Season, oh mein Gott. Was geht ab gerade? Simon, zwei Team of the Season, aber nein, der hat nicht mal alles jetzt über 75, ja, wahrscheinlich der schlechteste eigentlich. Kann ich jetzt auch einen kriegen? Dann komme ich wieder ran. Ich brauche immer den nicht. Komm, MLS-Trikot unten drin. Nein, aber ich ziehe keine Trikots, Mann. Drei Deutsche in einem Pack, das wird, glaube ich, und ein 87er Plus. Da gibt es so viele Spieler. Ja, auch so viele Unnötige eigentlich, die man aufzieht. MLS-Trikot, komm. Okay, 6 Minuten sind rum, 4 Minuten noch. Ich habe schon wieder eine Frau. Ich brauche die nicht. Oh, Sterling als ZOM. Komm, hat einer. Oh mein Gott, der hat gute Stats, aber nein. Ein Deutscher. Komm, bitte ein Trikot. Nein. Türkische Liga-Trikot. Ex-Food, ja, die Kategorie gibt's ja auch noch. Komm. Nein. Hey, wenn ich echt bei 2 bleibe, das wäre schon ein bisschen lasch. Fuck. Wie viel habe ich jetzt? Ich weiß es gar nicht mehr. Genügend. Ex-Food, die aktive Legende. 50k MLS-Tots. 4 Sachen habe ich erst und 2 Frauen. Ich habe Carol gezogen, das ist doch fast die dritte Frau. 2 Deutsche, bitte. Nein! Oh Gott sei Dank. Komm. 4-2. Nein, ich ziehe die ganze Zeit gar keine Deutschen irgendwie. Ja, wieder eine Frau. Was geht hier eigentlich ab? Hier ist vielleicht eine Frau. Nein, Adams ist keine Frau. Aktive Legende, bitte. Jetzt. Warum ziehe ich denn keine Trikots? Bei dir schon keine Trikots gezogen. Jetzt wieder keine Trikots. Oh, Pizarro. 2-3 Minuten noch. Das Company. Nein! Minuten noch. Hätte ich Company nicht vorhin schon? Company jetzt eben schon, aber 10k maximal. Komm. Oh mein Gott, wie viele Spieler. Aber Deutsche kommen ja auch nicht. Das ist nichts dabei. Lord Bentner, aktive Legende. Ja. Bitte, MLS. Nein. Das gibt's denn nicht. Ich ziehe nur scheiß Trikots. 2 Minuten sind es noch knapp, jetzt 2 Minuten. Was? Alle Stats, warum habe ich denn keinen mit alle Stats? Benzema? Bringt auch nichts. Ja, da ist die dritte Frau in Neufeld. Ja, Mann. Benzema geht für 3000, ist nicht euer Ernst. 5-2. Oh, das wird knapp. Ich ziehe ja halbwegs gute Spiele, aber mit denen kann ich einfach nichts anfangen. Okay, vielleicht sollte ich nicht mehr aufs Trikot achten, ich gar nicht mehr, das bringt eh nichts. Ein Deutscher. Aber ein 87er Rating, das ist doch nicht so schwer. Ich achte jetzt nur auf die Deutschen und auf 87er Rating. Scheiß auf das Trikot. Ich ziehe keine Trikots. Keine Deutschen. Ich wette, ich habe schon einen Ex-Footy abgestoßen. 1,5 Minuten sind es noch. Man bräuchte sein wie Ronaldinho, der ist direkt auffällig. Walcott und Wilshere habe ich drin, das wäre ein Perfect Link. Aber leider nicht gesucht. Komm, 87er plus. Nein, Mann. Aber ich ziehe gerade kaum Spieler irgendwie. Ich ziehe gar nichts. Ich ziehe einfach rein gar nichts. Origo. 75er Set, das muss doch. Vidal von Bayern, ey, der ist so selten irgendwie. Ja. Ich den ziehen würde. Komm. Oh mein Gott, ich ziehe nur Non-Rare-Spieler. Ich hätte ich auch irgendwie. Sollen. Non-Rare-Pack hätten alle jetzt schon. Miguel. Das bringt. Oh, Carrick und Jones hätte ich wieder einen Perfect Link. Wieder 3 Silbern. Also hätten wir echt so Scheiß-Pack-Kategorien gemacht. Marco Marin habe ich drin. Wieder eine Frau. 2 Frauen diesmal in einem Pack sogar.
Aber ich sehe kein MLS-Trikot. Okay, halbe Minute noch, 30 Sekunden. Stich. Hey. Bradley, okay, ich habe einen Tots, aber der ist niemals über 50.000 wert. Drei Tots, schon gezogen. Doch, der ist über 50.000 wert. Oh, jetzt kommst du mal dran. Wie viel hast du jetzt? Drei, nee, vier hast du jetzt schon. Vier. Oh, 5-4. Oh mein Gott, das wird knapp. Aber es sind noch 5 Sekunden, also ein Pack jeder noch. Das letzte Pack, das zählt noch. Letztes Pack. Wenn du da jetzt noch irgendwas drin siehst, ne? Okay, ich habe Cahill, das bringt mir absolut gar nichts. Können Sie jetzt das 5-5 machen? Ne. Alles über 75 ist echt. Das ist unmöglich. Ah, ich guck nochmal gerade, aber. Drei Deutsche auch nicht. Das ist, glaube ich, echt kaum möglich. Also über 75, glaube ich, zu krass. Vielleicht über 71 oder so geht vielleicht gerade noch so. Ja, okay, dann gibt es 5-4 aus. Eine richtig knappe Runde. Das stimmt. Oh Gott, stell dir mal vor, du hättest jetzt im letzten Pack das noch umgerissen. Aktive Legende. Ich weiß ja nicht, was als aktive Legende zählt. Beispielsweise Miroslav Klose könnte man noch dazu zählen, oder? Den kann man eigentlich dazu zählen. Dann wäre es 5-5. Okay, dann machen wir 5-5. Komm, dann machen wir noch. Sicher? Einen. Ja, habe ich letztes Mal auch dazu gezählt. Klose ist auf jeden Fall eine aktive Legende. Okay. Okay, sollen wir dann das entscheidende Pack machen oder? Okay, entscheidendes Pack, also wer höheren Stat hat, hat gewonnen. Okay, oder wenn jemand irgendein Bingo-Kriterium erfüllt, dann hat er direkt gewonnen. Entweder Bingo oder K.O. Komm. Achso, ich habe aufgemacht. Hast du auch aufgemacht? Ich habe auch aufgemacht, das könnte knapp werden. Ja, 83er Rating habe ich. 87 Aguirre! Nein! Oh mein Gott! Nächste Kategorie weggeballert mit den letzten beiden Packs noch aufgeholt. Oh das mein Gott, ey, was war das denn? Komm, vielleicht ein MLS-Trikot. Nein! Oh Mann, ich war mir so sicher. Scheiße, Mann. Okay, dann hast du doch noch gewonnen. Das kann doch nicht sein. Das waren jetzt aber zwei richtige Glücksfacts. Ich war mir so sicher, dass die Runde gewonnen wird. Und dann holst du noch auf. Oh mein Gott. Stand doch 5-2 oder so zwischendurch. Ja, also stand 5-2 bis eine Minute vor Ende oder so. Ja, dann kam der Tots, dann kam Klose Scheiße, und jetzt kam noch der 87er. Also ja, auf jeden Fall eine richtig geile Runde. Spannend bis zum Ende. Ja, wenn es euch gefallen hat, smash den Like-Button. Lasst ein Like da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Das war's bei Danny. Gibt's natürlich auch noch eine Episode. Checkt die auch. War auch richtig geil. Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Und ja, dann würde ich sagen, wir sind raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ciao.